Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda. Ja, wir sind hier jetzt beim Friedhof. Und ja. Und wir haben eine Fee getroffen. Die grüne Fee. Willkommen am Brunnen der Abenteuer. Darf ich dir einige Fragen über dein Abenteuer stellen? Natürlich. Das Flammenelement war das erste, das du errungen hast, nicht wahr? Nö. Ach, so ist das. Gut, nächste Frage. Dein Großvater heißt Albrecht, nicht wahr? Nö. Ach, so ist das. Gut, nächste Frage. Melter vom Gongolberg hat 7 Schüler, stimmt's? Ja. Ach so, oh, das stimmt sogar. Gut, nächste Frage. Heißt die Frucht, die man isst, um die Minisch zu verstehen, Laberbirne? Nein. Quatschbirne oder so heißt sie, glaube ich. Gut, nächste Frage. Hat der jetzige König von Hyrule, Datus, einen weißen Mantel? Nö. Du hast all meine Fragen zu deinen Abenteuern richtig beantwortet. Deshalb werde ich dir helfen. Großer Feuerköcher. Moment, ich muss jetzt schon mal kurz was aufmachen. So, weiter geht's. Boah, jetzt werden wir auch noch von so einem Geist abgeschleckt. Jetzt kommt wieder gleich so ein kleines Zelda-Rätsel. Erstmal Lampe anmachen. Geist töten. So, man sieht jetzt hier mal Schilder. Oben. Ja, wo lauf ich denn wohl lang? Links. Nein, natürlich oben. So. Dann ist hier das nächste Schild. Links. Gut. Laufen wir links. Bis jetzt ist es ja noch ganz einfach. Einfach steht da eine Richtung an. Der laufen wir danach und dann geht's. Wie vorher. Jetzt fängt schon an. Oben links, links. Geh weg, geh weg. Oben links, links. Wie am Anfang. Also oben. Oben links, links, oben. Jetzt müsste rechts kommen, wenn ich mich noch recht entsinne. Oben links, links, oben rechts. Wie auf dem vorletzten Schild. Oben links, links, oben rechts. Ja, halt noch einmal oben. Und einmal nochmal abschlecken lassen. Lecker, ja, wir schmecken richtig gut. So, und dille dille ding. Jetzt treffen wir Boris, den Grabwächter. Und hier sieht man, hier braucht man einen Schlüssel. Gut. Jetzt sind wir bei Boris. Ich bin Boris, der Totengräber. Was? Der Geist eines Königs rief dich? Das muss der König von Hyrule aus der fernen Vergangenheit gewesen sein. Ich bin ihm auch schon im Traum begegnet. Da er dich gerufen hat, muss ich dich wohl einlassen. Hier hast du den Schlüssel zum Friedhof. Schlüssel zum Friedhof. Oh, dann nehme ich das hier aber erst nochmal mit. Na, ja, ja, schön Rubine. Jammer, jammer, jammer. Arr. Oh, und da ist der Schlüssel weg. Fump. Diese Krähe, sie hat den Schlüssel zum Friedhof geklaut. Renn hinterher und hol den Schlüssel. La la la. Die Krähe hat den Schlüssel geklaut. Oh mein Gott, du musst ihn wieder zurückbekommen. Ja, okay, ich renne ja schon. Ah, da ist er. Das machen wir ganz einfach. Bam. Also wirklich, solche einfachen Rätsel hatte ich echt noch nicht. Du hast den Schlüssel, also zurück. Zim. Ja, ich hab ihn noch, mach auf. Erstmal muss ich jetzt wieder das schöne Schwert hier ausrüsten. So. So. Oh, Steine können wir auch. Okay, hier sieht man schon, man braucht Platten, um zu verschieben. Für diese Schalter. Okay, lesen wir erstmal, was hier steht, wenn hier überhaupt was steht. Hier steht nichts, gut. Kann man hier einen von zurückgeschieben? Oh, oh. Achso, ich dachte schon, ich könnte so vorbeilaufen. Ich glaube, der Kleine hier will, oder der Geist will hier vom Ment fallen. Ja, natürlich. Oh, das habe ich sogar. Kling. Die beiden Fragmente passen perfekt. Es geschieht etwas Tolles. Ja, ich weiß. Lil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 
Jetzt weiß ich es. So wird das Spiel noch spannender. Haha, ich bin schon so gespannt. Ich will gleich damit anfangen. So, jetzt haben wir einen kleinen auf eine Spielidee gebracht. Auch sehr schön. Oh, sie passen zusammen. Ich glaube, da passiert gleich was. Ja, es ist schon was passiert. Nase. Ich glaube. Ah, ich wusste doch, man konnte es eins verschieben. Eins, zwei, drei. Ja, da müssten, glaube ich, drei dran passen. Und wir haben ja sogar drei. Kann auch sein, dass ich jetzt hier sogar vier hin müssen. Aber. Herzzelle halten. Oh, noch zwei Herzzellen, dann haben wir unsere. Haben wir schon unsere erste Reihe voll? Nee, ich glaube, wir brauchen jetzt noch eins und dann fängt schon die zweite an. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Werden wir sehen. Erstmal müssen wir hier uns jetzt hier dingsen. Vervielfältigen. Oh, ich weiß jetzt. Oh mein Gott, ich weiß gar nicht, wie ich langlaufen soll. Oh, ich laufe einfach mal hier lang. Stili-li-li-li-li-li-li-du. Stili-li-li-li-du. Renn, renn, nein! Gut, wenn ich am Anfang nicht so viel rumplapper und einfach nur laufe, könnte das vielleicht sogar was werden. Ich weiß nicht ganz genau. Also, renn, 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 renn. Ich bin euer Drill Instructor. Dim, 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 dim. Ah, so. Und. Ho! Das war knapp. Puh. So. Es ist zwar das Grab des Königs von Hyrule, aber unheimlich ist es trotzdem. Wo müssen wir wohl hingehen, um König Gustav zu treffen? Ich bin gar nicht mehr so sicher, ob wir ihn wirklich treffen möchten. Ja. Oh. Oh, wir werden voll hart durchgenommen. Wenn man das mal so sagen darf. Ja, wir müssen die einfach nur von. Wow. Von hinten eigentlich anfackeln. Ganz wichtig. Immer schön aufpassen. Nicht, dass zwei auf einmal auf euch zu Rand kommen. Ist nicht ganz so schön. Man denkt jetzt, hier ist der beste Pilz, aber ich weiß jetzt wirklich nicht, ob das wirklich. Ja, ich hab doch richtig gerade. Hier ist jetzt nämlich ein kleines schönes Ding. Hier sind nämlich falsche Türen auch mit eingebaut. Wow. Die muss man halt ausweichen. So. Ich habe keine Ahnung, was wir hier nochmal bekommen. Also für Items. Man bekommt ja eigentlich überall in solchen größeren Dungeons, sag ich mal, bekommt man ja immer neue Sachen. Bevor ich mich jetzt hier reinmache, will ich warten, dass das Ding kommt. So. Oh, wow. Das ist ja gar nicht mal so einfach. Oh. Ding. Nächster Schuss. Was war das denn für ein Geräusch? Das kenne ich ja gar nicht aus Zelda. Naja. So. So, wann. Ja, wir haben jetzt einen Schlüssel. Wir brauchen zwei, wie man hier sieht. Von diesen Schlüsselsteinen. Och nee. Doch noch mit so einem Ding. Naja. Wie soll das denn gehen? Naja, vor beim ersten Mal geschafft. Ja, so geht's natürlich auch gut und schnell. So. Zweite Schlüssel. Können hier jetzt durch. Ah! Ich wusste, da ist irgendwas faul. Komm, sterbt. Oh mein Gott, hier passiert irgendwas. Schnell alle Lichter anmachen. Macht alle Lichter an. Ich glaube, jetzt kommt nämlich so ein Ritter. Oder ja, solche Mumien. Komm, ich hab dich doch angefackelt. Komm, oh. Ah, und beide angefangen. Hätte ich mal die Lichter nicht angemacht, aber naja, dann wären die Mumien nicht gekommen. Warum sage ich, dass ich das nicht angemacht hätte? Dann hätten diese Dinger nicht geschossen. Ohne Feuer keine Feuerbälle. Wie es aussieht, sind wir schon. Oh, ein schönes Symbol von das von dem Triforce hier durch die. Durch die Vasen hier hergestellt, wie man das hier jetzt nochmal sieht. Düt, 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 düt. Ja. Ja, wir sind jetzt hier schon am Ende, so wie es aussieht. Wollen wir doch mal lesen, was dort steht. Kind, Kind, dass du versuchst, meine Erbin Zelda zu retten. Sei willkommen.
Mein Name ist Gustav. Der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Ich überreiche dir dieses Fragment. Gehe zur großen Quelle von Hyrule, dann wird sich ein Weg öffnen. Zeldas Schicksal. Ja, das Schicksal von ganz Hyrule liegt in deinen Händen, Kind. Glücksfragment erhalten? So, jetzt haben wir irgend so ein besonderes Triforce-Fragment erhalten. Keine Ahnung. Ich werde an dieser Stelle einen Schnitt machen. Bis zum nächsten Part. Wir hören uns.